Moin, meine lieben Stachel, willkommen zu einer neuen Reaction und heute gehen wir mal wieder bei Stay rein, der eine Ansage gemacht hat. Ja, an Trimax, Chef Strobel und viele andere. Chef Strobel müssen wir auch nochmal irgendwie wird der gerade bedroht. Habe ich auch schon gesehen. Muss ich mal gucken, ob ich da nochmal irgendwo reingehe. Aber erstmal gucken wir mal, was Stay zu sagen hat. Es wird wahrscheinlich Richtung FIFA-Dings gehen, was wir gestern in dem letzten Video auch hatten, ne? Diese Pack-Openings und so, was im Endeffekt auch Gambling ist. Wir gucken mal rein. FIFA 23 ist rausgekommen oder kommt raus oder ist am rauskommen. Und wie jedes Jahr mit FIFA ist die Kategorie mit Streams gesät, die überhaupt kein FIFA spielen, Digga. Es ist ziemlich ungünstig vom Timing her, dass wir uns noch von vor einer Woche darüber unterhalten haben, wie geil es eigentlich ist, dass diese Slot-Streams von der Plattform runtergezogen wurden. Und einen Tag später, oder nicht, sagen wir nicht einen Tag später, eine Woche später, kommt ein Spiel raus, das sich die erste Woche oder die ersten Wochen nur damit in den Twitch-Trends behält, indem man ausschließlich Pip-Packs aufmacht. Denn korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Diese Streams werden gerade nicht geguckt, weil da jemand viel FIFA spielt, sondern da wird ausschließlich Pack-Opening betrieben. Und jetzt muss man sich ganz ehrlich die Frage stellen, Digga. Warum ist das nicht genauso schlimm wie Slots, wenn der Inhalt Slots ist? Denn da geht es nicht um Gameplay oder so ein Scheiß, sondern da wird Geld ausgegeben, damit man sehen kann, wie die Karten hochziehen. Und das ist halt einzig und allein derselbe Scheiß, Digga. Da wird nicht mal eine Mannschaft ausgewählt, sondern da wird in FIFA Ultimate reingegangen. Es wird das Konto vollkommen aufgeladen und dann werden alle Wahrscheinlichkeiten rausgezogen, wie man es machen kann. Also wirklich alles. Keiner spielt FIFA. Alle öffnen Packs. Keiner spielt FIFA. Und jetzt will ich gerne eine rationale Erklärung dafür kriegen, wenn man sie denn geben kann. Denn es gibt ja bei Gott eine Menge Leute, die das haben. Wo der Unterschied ist, wenn die denn überhaupt kein Gameplay zeigen. Denn die machen nur Packs auf. Ist der Unterschied einzig und allein der, dass man keinen Gewinn herauszieht? Wenn das nämlich reicht, dann hebelt euch das jetzt aus. Wenn es Leute gibt, die sagen, ja, der Unterschied ist, es kann ja kein Slot sein. Das hat nämlich niemand gemacht. Es kann ja kein Slot sein, weil du kriegst ja kein Geld raus. Okay, dann möchte ich. Nee, dann ist es vielleicht sogar eher noch schlimmer, weil du eigentlich das Geld komplett in die Luft bläst. Und nichts zurückkriegst. Bei Slots hast du natürlich eine gewisse kleine, minimale Chance, mal abzuräumen, ne? Möchte ich Folgendes sagen. Also, bei der Betrachtung von Slotmaschinen und von diesen casino-getriebenen Glücksspielmechaniken in Videospielen wie FIFA, ziehen wir also bei allem Parallelen. Man lädt den Automat auf. Check. Man drückt auf den Knopf. Check. Es wird aus einer Zufallmechanik mit einer geringen Wahrscheinlichkeit ein hoher Gewinn ausgelöst oder wahrscheinlich eher niedriger. Check. Die Bank gewinnt. Check. Der einzige Unterschied bei der Thematik ist anscheinend, dass du dir den FIFA-Gewinn nicht auszahlen lassen kannst. Alles andere scheint nahezu identisch zu sein. Da muss ich ganz klar sagen, Digga, das reicht mir nicht. Und wenn ich jetzt Bezug nehme, muss ich auch sagen, ich bin ein bisschen stolz auf den Mann. Der schreibt nämlich, vor 2 Jahren habe ich ein Experiment gestartet und FIFA das erste Mal gezockt, habe sehr viel Geld ausgegeben und natürlich durch mein Verhalten an Reichweite und Kritik dazugewonnen. Wie in jedem Spiel, was neu rauskommt. Die aktuelle Thematik mit Gambling, der Beitrag von Jan Böhmermann, die tausenden Diskussionen zu der Mikrotransaktion. Und FIFA hat meinen Twitch-Chat der letzten Jahre auch nicht verstört. Darum hatten viele gefragt, was dieses Jahr passiert, ob ich Packs aufmache, bei Warcords rumschreie. Die Unterhaltung holt damit euch ja auch ab. Und meine treuesten Zuschauer, die seit Jahren dabei sind, fragen mich, hast du das wirklich nötig, Mickey? Und er sagt, er weiß es nicht, aber ich werde es rausfinden, zusammen mit euch. Wir werden dieses Jahr etwas Neues probieren, weil immer alles anders, nee, weil wir immer alles anders machen als die anderen. Oh, Digga. Okay, wir gehen dieses Jahr in die Road to Glory, wir werden nicht 1 Cent in Packs stecken, in meinen Account und gucken, wie sehr das Game bockt, ohne die ganzen Packs zu ballern. Also wenn ich bei den Parallelen, die ich ziehe, hier falsch liege. Das hatten wir gestern in dem Video auch schon, fand ich auch richtig gut. Warum? Nicht mal wieder zurück zu Gameplay. Ne? Warum sagt denn ein Suchtbetroffener das? Ist es denn dann so falsch, wenn wir hier diese Parallelen ziehen? Ich denke nicht. Und die Gedanken, die man sich darüber macht, ja, die ich mir darüber mache, die Mickey sich darüber macht, haben zum Schluss, also gehen so weit, dass ich eine meiner Partnerschaften auflösen werde, weil ich selber merke, dass es ein Problem im Umgang mit glücksspielähnlichen Mechaniken bei mir gibt. Denn mir ist aufgefallen, Digga, ich spiele viel zu wenig Yu-Gi-Oh!, aber ich mache immer die Kartenpacks auf. Ich spiele gar kein Yu-Gi-Oh! Mehr. Ich mache nur noch die Packs auf. Und ich habe in diesem Augenblick hier unzählige Ligen, die eigentlich für die nächsten Sachen anstehen. Aber die Konsequenz ist, kann ich nicht mehr. Geht nicht. Ist gecancelt.
Das liegt nicht mal an der Tatsache, dass Gate to the Games nicht ein cooler Laden ist. Das liegt einfach an der Tatsache, dass ich gar nicht spiele, sondern nur noch die Karten aufmache. Und das ist Placement Money, die mir weggeht, was okay ist, aber es ist so. Es geht nicht. Ich kann nicht A sagen, wenn ich doch A mache, ne? Guter Zug auf jeden Fall. Also das hängt im direkten zusammen, das hängt im direkten Verbund zusammen, denn ich interagiere nicht mehr mit Leuten und rede darüber, wie krass meine Spielzüge sind, sondern ich mache nur noch Packs auf. Und das Paradoxe ist. Na, was kommt? Mein nächster Yu-Gi-Oh! Content würde daraus bestehen. Und das ist ein Problem, Digga. Das hier sind nur Packs. Mir geht's also nicht um das Spiel, sondern mir geht's darum, Packs aufzumachen, Alter. Wenn irgendjemand denkt, dass das keine Konsequenzen für mich hat, dann irrt ihr euch. Weil das mich genauso betrifft wie alle anderen auch. Wir führen diese Thematik jetzt auf Augenhöhe. Ich reiße nämlich damit jetzt erstmal einen Partner ab. Ansonsten würde ich mich nämlich zum Heuchler machen in dieser Thematik. Darum will ich in diesem Zusammenhang sagen, vielen Dank Gate to the Games, dass ihr so stabil wart im Umgang mit mir. Aber aus aktuellen Ereignissen oder dieser aktuellen Situation kann ich das nicht durchziehen, weil ich spiele kein Yu-Gi-Oh! Ich mache nur Packs auf. Ich habe versucht für mich herauszufinden, wie ist denn der richtige Umgang mit so einen Sachen? Weißt du? Wie ist denn das jetzt? Jedes Spiel, das ich spiele oder wirklich intensiv gespielt hat, hat solche Mechaniken, Digga. Und wie ist mein Umgang damit, Alter? Weil es so normal geworden ist. Wie mache ich das? Natürlich nicht jedes ist jetzt übertrieben. Ja, GTA vielleicht nicht, obwohl ich glaube, die haben auch Shark Cards. Ich wollte gerade sagen, GTA auch. Und das zum Beispiel habe ich schon mal erzählt, gemacht. Shark Cards gekauft, weil ich ein richtig teures, geiles, fettes Auto haben wollte. Wofür ich auch schon gegrindet habe, bis der Arzt kommt, wochenlang, aber es nicht zusammengekriegt habe. Das war damals dieses Batmobile-artige Ding. Die schwarze Ding, also ein Mix aus dem Tumbler und dem Batmobile von 89 war das so ein bisschen. Das wollte ich unbedingt haben. Ja, was habe ich davon? Ein virtuelles Auto in der Garage, mit dem ich nicht mehr fahre. Geschweige denn, dass ich noch GTA spiele oder so. Also, mit Ingame-Money, ja, klar, warum nicht? Man hat es erspielt. Nur GTA ist halt auch so ein Ding, bis du dir da was erspielt hast, sind ja teilweise wirklich Wochen ins Land gegangen. Also es ist ja nicht so, dass du mal sagst, irgendwie du spielst ein, zwei Abende mit deinen Kollegen und dann kaufst du dir eine fette Sache, sondern du bist ja wirklich Wochen dabei teilweise. Und das ist nicht schön. Also, I don't know. Wie gehe ich damit um? Und ich habe versucht, darüber nachzudenken, zu reflektieren und zu schauen. Und mein jetziger Umgangspunkt ist folgender. Ich kann Spiele nahezu nicht vermeiden, die das machen. So. Aber ich kann für mich selber identifizieren, spielt man denn ein Spiel, weil man das Spiel will, zocken will? Und die Mechanik ist da und das ist halt so. Oder spielt man das Spiel nur, um die Mechanik zu nutzen und reinzuzocken? Also ich unterscheide jetzt Folgendes, um das mal auf FIFA zu übertragen. Es gibt FIFA-Spieler wie beispielsweise den ehemaligen Schalker, diesen ehemaligen Schalker Vorfahr, Tim Latka, der sich versucht, zumindest weiß ich das noch, irgendwie im Dunkel, versucht von dieser Mechanik fernzuhalten und trotzdem seinen Scheiß zu machen. Es gibt FIFA-Spieler wie Mickey, die jetzt versuchen, ohne Gambling FIFA zu zocken. Und es gibt Spieler wie Trimax und Chef Strobel, deren Hauptcontent aktuell daraus besteht. Und das muss ich leider in einem Satz sagen, weil, Digga, wer da das Geld bezahlt hat, interessiert mich recht gar nicht. Deren Hauptcontent daraus besteht, so wie andere auch, nur Packs zu öffnen. Denn ich kann den Unterschied nicht erkennen. Ich glaube, der Account von Trimax ist gerade seit 6 Stunden irgendwie live und da wird nur Packs aufgemacht. Ach, guck mal, schon ein bisschen her, das Video von ihm. Aber ich glaube auch, sein Cutter war irgendwie im Urlaub und er holt jetzt irgendwie gerade alles nach. Wir haben ja gestern schon bei Alpha Kevin gesehen, da war er irgendwie schon fast für 48 Stunden online und hat nur Packs aufgemacht. Nur. Und wenn nur Packs aufgemacht? Jungs, ihr könnt nicht vor einer Woche noch gefeiert haben und in die Hände geklatscht haben, dass das Scheiße ist. Und jetzt sitzt ihr an einem anderen Automaten in einem anderen Kosmos und ihr spielt dieses Spiel nicht. Ihr spielt nicht. Ihr spielt Slots. Und das kann mir keiner anders erklären. Denn die machen nur diese Packs auf. Da wird nicht ein Team ausgewählt, da wird gezockt und wird gesagt, okay, Alter, ich brauche hier irgendwas. Es ist halt nur Slots.
Und da werde ich unterscheiden. Ich werde zwischen Spielern unterscheiden, die mit der Systematik interagieren, aber gleichzeitig Teil des Spielerlebnisses sind. Weil ich glaube auch, okay, das kann ich für mich irgendwo wegharren. Mhm. Und auch im eigenen Umgang ist das relativ erwachsen, denke ich. Und es gibt Leute, die das nur machen, um diese Mechaniken zu nutzen. Und jetzt möchte ich ganz ehrlich, den Unterschied gibt es für mich nicht, wenn man an einem Automaten sitzt und zockt und 6 Stunden lang den Streamer hat, um bei Release eines Spiels immer wieder den Packhebel zu ziehen und dafür tausende Euro auszugeben. Trading Cards sind noch was anderes. Nee, ich lasse das nicht zu, diese Relativierung. Ich habe das für mich abgeschlossen, denn nochmal, dass ich diese Karten sammle, ist ja schön und gut, aber die sammeln ja auch diese Spieler digital. Das ist alles für mich schon, für mich ist das schon abgeschlossen. Ich kann das nicht mehr machen, weil eben ein Punkt ganz klar vertreten wird. Ich konsumiere nicht mehr das Game oder ich spiele das Game nicht oder ich habe damit nichts zu tun. Ich mache nur noch Packs auf. Und wenn der Inhalt, der übertragen wird, nur noch das Öffnen von diesen Packs ist, dann bin ich genauso betroffen wie die ich gerade kritisiere. Ja, das ist dieses, ich will es haben. Ich brauche es nicht, weil ich spiele es nicht mehr, aber ich will es haben. Und im Endeffekt ist das Pack-Opening genau dasselbe. Die wollen ja einfach nur haben. Die wollen die geilsten Spieler da rausholen, aber spielen tun sie ja trotzdem nicht. Und das ist dann auch noch digital. Also eine Karte in der Hand haben ist ja nochmal was anderes. Hier, was ist ich? Hast du ein Büchlein zu Hause, sammelst halt Pokémon-Karten. Ja, ist vollkommen okay. Wenn es aber Überhand nimmt, ja, geht's in dieselbe Schiene, ne? Oder die ich anspreche damit. Und das zeigt doch einfach nur, dass wir hier eine Debatte auf Augenhöhe führen, bei der man sagen muss, Bruder, wir haben dieses Problem alle. Es gibt nicht diese moralische Hoheit, bei der wir sagen können, der macht das ja gar nicht, der ist davon gar nicht betroffen. No. Wenn es einen FIFA-Spieler da draußen gibt, der zockt und immer mal ein Pack aufmacht, aber hauptsächlich zockt, das auch überträgt, dann werde ich diese Person nicht angreifen, weil ich glaube, dass wir hier ein bisschen unterscheiden müssen, weil die Spieleindustrie zu omnipräsent mit diesen Mechaniken umgeht. Was ich allerdings angreifen will, ist, dass wenn wir sagen, dass Streamer Slot-Streams 6 Stunden lang vor ihren Slots sitzen und die ganze Zeit den Automaten runterwerfen und jemand in dem Spiel genau dasselbe macht und sich überhaupt nicht mit dem Spiel auseinandersetzt, dann haben wir hier das same Problem. Und das ist meine Herangehensweise. Yep. Das ist meine überdachte Herangehensweise. In Bezug auf mich, mit dem Partner, den ich verlieren werde, da fallen mir einfach tausende Euro vom Schoß, die ich hinnehme, weil ich denke, dass ich mich sonst zum Heuchler mache. Und weil ich damit dann halt einfach eine neue Ausrichtung habe. Und die Ausrichtung, es ist nachvollziehbar. Wenn ihr jetzt in die FIFA-Kategorie reingeht, weil das Spiel nur rausgekommen ist, dann spielt da niemand FIFA, sondern die machen alle Packs auf. Und das sollte uns zu denken geben. Ich bin nicht falsch informiert. Der Hauptcontent, den Trimix bringt, und das sagt er in seinem VOD, was ich verlinkt habe auch, ist, dass er jetzt für tausende Euro Packs aufmachen wird. Er spielt dieses Spiel nicht, sondern er scheidet sich bewusst dazu, die Pack-Openings, die er für tausende Euro macht, ins Internet zu projizieren und das nicht auszulassen, um nicht das Spiel zu zeigen, sondern diese Systematik im einzelnen speziellen Fall. Also wenn Mr. Trimix diese Karten benutzt, cool, dann soll er das tun. Das ist aber nicht das, was da gerade passiert. Da passiert seit 6 Stunden das. Und die Relativierung lasse ich nicht. Sogar seit 48, wie wir wissen. Und wer weiß, ob das, waren das, ich glaube, es waren schon 48, ne? Ihr dürft mich gerne korrigieren. Vielleicht hat er sogar noch länger durchgezogen. Vielleicht weiß das jemand. Nicht zu, denn ich habe das sehr klar erklärt. Seit 7 Stunden nun mal. Und so dumm muss man nicht sein. Man kann das anerkennen und sagen, es stimmt, das ist ein Problem. Denn ich will nicht FIFA-Spielern an die Karre p***en, sondern ich will FIFA-Glücksspielern an die Karre p***en. Wenn und EA an die Karre pissen, weil sie diese Scheißmechanik überhaupt mit reingenommen haben. Wie viele andere Spieleentwickler auch. Ich finde es schrecklich. Richtig schrecklich. Ihr FIFA spielt und ihr macht da einmal in der Woche ein Pack auf, ist mir voll Latte. Das nehme ich als gegeben hin, weil das irgendwo zu dieser Mechanik gehört. Und ich finde es vielleicht nicht gut, aber ich bin Teil dieses. Wie gesagt, wenn man sich das erspielt, als Beispiel, man hat 5 Spiele hintereinander gewonnen, kriegst ein Pack-Opening oder so, wo du aber auch vielleicht, ich sag jetzt mal, ein bisschen bessere Chancen hast, einen geilen Spieler zu kriegen, wäre das ja schon viel cooler, als so dieses irgendwie
es ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Beispiel 5 Spiele, da immer dann kriegst du so ein Pack-Opening-Ding und meistens ist da nur Müll drinne. Wenn denn da so ein bisschen die Chance höher wäre, auch was Gutes zu bekommen oder so, wäre das für mich irgendwie so, geht das schon in die Richtung faire Mechanik. So ist es einfach absolut Abfuck. Das Gesamtkosmos Gaming und kann das nachvollziehen, dass man da irgendwo mit reinkommt. Aber hier geht es nicht um FIFA-Spieler. Nochmal, diese Personen sind nicht angesprochen und müssen sich nicht angesprochen fühlen. Es geht darum, dass da Leute sitzen, die das hier machen in FIFA. Und dann lasse ich nicht gelten, dass Chef Strobel mir sagt, hey, ich mache das ja gar nicht bei mir, wenn sein Gesicht auf dem Stream von Trimax just in diesem Augenblick nichts anderes macht. Denn er wird da ja nicht festgehalten, gefoltert, in Gefangenschaft genommen oder irgendwie dazu gezwungen. Er trifft die bewusste Entscheidung, in diesem Stream zu sitzen und das hier zu machen. Und nicht aus diesen Packs rauszugehen und mit den Leuten zu zocken. Das tut er nicht. Und der Grund, warum ich ein Fass aufmache, ist, weil es darüber geredet gehört. Denn warum freuen sich alle, mich eingeschlossen darüber, dass Slot-Mechaniken auf Twitch, besonders im illegalen Bereich, zukünftig rausholen? Aber da sitzen wir eine Woche, nicht mal 7 Tage später, sitzen wir da und sagen, ja gut, wir haben alles vergessen oder was? Nee, selbe Mechanik, Digga. Und das heißt nicht, dass die Reißleine ziehen müssen oder sagen müssen, sondern das heißt, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Das heißt, dass die vielleicht darüber nachdenken, unter Umständen. Alter, vielleicht machen wir das mit den Packs wirklich nicht mehr auf, sondern zocken erstmal hauptsächlich oder ich mache die Packs anders auf oder was auch immer. Und jetzt wird das passieren und das ist wichtig, das ist ja auch ein ganz klarer Prozess. Es ist eine hochemotionale Debatte, viele Leute finden Influencer gut, mit die das machen. Viele Leute sagen, hey, das ist halt irgendwie deren Ding. Hör auf, mein Lieblingsinfluencer anzugreifen, du Schwein! Ich verstehe das. Es gibt immer diese hochemotionale Sache bei Sachen, die auch schon lange sind. Okay, verstehe ich vollkommen, ne? Spielt aber keine Rolle, dass wir diese Thematik trotzdem weiterhin dass wir das trotzdem thematisieren werden. Ja, muss auch. Ist wichtig. Ich werde trotzdem darüber reden. Ich werde die beteiligten Personen auch nicht angreifen, denn ich bin tatsächlich an einem Dialog interessiert. Auch wenn die da gerade sitzen und den hier machen. Niemandem ist geholfen, wenn ich denen sage, hier, jetzt bist du das oder der. Sondern es geht einfach nur darum, das auch mal anzusprechen dann. In der Konsequenz aus den Sachen, die wir bisher erreicht haben. Und die Sachen, die wir bisher erreicht haben, ist zumindest ein Eingeständnis, dass sich was ändern muss in diesem Zusammenhang auf der Plattform Twitch von Twitch selbst. Warum reißt du deine nicht bei Monte oder Eli auf? Wer ist Eli? Für den Fall, dass du dich fragst, warum ich Monte dafür nicht kritisiere, wenn du den letzten Monte-Talk sehen wirst, wirst du relativ schnell merken, dass meine ersten Sätze waren, im Zusammenhang mit der kritischen Betrachtung von Slots und Monte, ist, dass ich ihm vorgeworfen habe und das auch sehr klar gemacht habe, auch wenn man darüber lacht, ist es immer noch die Realität, dass er wahrscheinlich dazu beigetragen hat, den einen oder anderen an Slots heranzuführen. Du glaubst halt einfach, dass ich den Leuten nicht spreche und die Leute nicht kritisiere, aber das mache ich. Man muss trotzdem nicht sagen, dass man die hasst oder dass man irgendwie gottlos auf Mutter geht. Das eine schließt das andere zwar nicht unbedingt aus, aber ich schließe es aus. Wenn ich Leuten sage, dass ich gerade komisch finde, was sie machen, dann sage ich denen, dass ich komisch finde, was sie machen. Und ich verbiete nicht, ich will nicht FIFA verbieten, ich will... War übrigens ein sehr geiler Talk mit den beiden. Ist auch auf Stay auf dem Kanal, also guckt ruhig mal vorbei. Der geht allerdings auch Stunde 45? Muss man Zeit für haben. Genau das. Hier schreibt jemand, muss alles reguliert werden, wo bleibt die Eigenverantwortung? Genau. Wo bleibt die Eigenverantwortung von diesen Influencern? Wo bleibt die Eigenverantwortung von Trimax, der vor einer Woche gesagt hat, endlich ist Slots verboten und jetzt sitzt er da 7 Stunden an seinem Rechner und lässt sogar jemand anders, weil er so erschöpft ist, die Pakete aufmachen? Wo ist die Eigenverantwortung, Digga? Warum greifst du Trimax an? Er ist der, der es am meisten einsieht. Bruder, du hast dich auf der Tastatur verlaufen. Auf jeden Fall. Wenn derjenige, der es am meisten einsieht, gleichzeitig derjenige ist, der es am meisten macht, kann es nicht derjenige sein, der es am meisten einsieht, oder? Nee, das ist so eher so ein bisschen Geheuchel, ne? Wir verurteilen doch auch Casino-Slot-Streamer dafür, dass sie Casino streamen, obwohl sie oben rechts ein rotes Fenster haben, wo drin steht, Casino macht übrigens abhängig, macht das nicht. Oh mein Gott, ich hab gewonnen! Er sieht es aber wenigstens ein. Digga, Jungs, komm. Wacht auf, was ist das denn? Ich dachte, wir führen hier eine erwachsene Diskussion, ne? Mach doch nicht so dumme Argumente. Die Kritik ist, dass du Drama-Farming betreibst, um deine Viewerzahlen hochzuschrauben. Oh mein Gott. Ja. Weißt du, das nehme ich sogar an. Weißt du, warum ich das annehme? Weil wenn die Leute mir zugucken, sage ich Real Talk, wenn die Leute mir zugucken, weil ich meine Hot Takes gebe und verargumentieren kann, woher meine moralischen Standpunkte kommen und sagen kann, ich finde das aus dem und dem Grund gut oder schlecht,
Und deswegen Leute mich gucken, Bruder, dann bin ich da sogar stolz drauf. Bin ich da wirklich, ja. Also da kann man ganz ehrlich sagen, mein Gott, das ist ja ein heftiger, valider Kritikpunkt. Ich nehme ihn an und muss ich auch ganz ehrlich sagen, deswegen gucke ich Stay auch so gerne, weil er immer sehr gute Argumente hat und die vor allen Dingen gut wortgewandt verpacken kann. Das, was ich noch nicht so gut kann, und ich hoffe, dass ich da irgendwann mal hinkomme, so in die Richtung, er kriegt das einfach immer gut hin. Muss man sagen. Ne? Darauf bin ich stolz. Stolzer, als ich es jemals sein könnte. Denn ich sitze da nicht und gebe nicht meine Takes zu irgendwas, sondern ich gucke mir das an, bewerte die Situation, sage so und so sieht das aus. Und wenn Leute das gut finden, ist das gut. Und wenn Leute das schlecht finden, ist das auch gut. Hauptsache, sie beschäftigen sich darüber oder damit. Da bin ich stolz drauf. Ja. So. Ja. So. Weil diese Musik irgendwie urheberrechtlich geschützt ist, muss ich das schnell abhacken hier. Das Ding kriegt natürlich auf jeden Fall ein Like. Und ja, ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Wir hatten das Thema ja gestern schon. Gut, hätte ich das gewusst, hätte ich das andersrum veröffentlicht, weil Stay sein Video eigentlich davor gehört. Aber ich denke mal, das kriegt ihr hin, das zu auseinanderzupacken, zu trennen. Sorry, mir fiel das Wort eben nicht ein. In dem Sinne, ja, natürlich kann ich nur dasselbe sagen wie gestern. Ja, diese scheiß Pack-Opening ist für den Arsch. Muss man sich nicht geben. Siehst du, ich stammel und stotter mir schon wieder was recht hier. Ist halt Gambling, ne? Ist halt, wie gesagt, ich weiß nicht, 95% dasselbe wie Slots. Dementsprechend. Weg damit einmal, also nicht nur, dass es von Twitch irgendwie weg muss, damit die Leute sich das nicht angucken können, weil man sie damit irgendwie da hinkriegt, so wie beim Glücksspiel ja auch. Es gehört auch überhaupt nicht in die Spiele, finde ich. Ich persönlich hasse Spiele, die diese Mechaniken haben. Ich spiele solche Spiele meist auch gar nicht. Also auf jeden Fall nicht online gegen andere, wo man sich mit Geld einen Vorteil erkaufen kann. Spiele ich nicht. Habe ich so keinen Bock drauf. Will ich nicht. Mag ich nicht. Da spiele ich lieber irgendwelche geile Singleplayer-Spiele für mich alleine und habe meinen Spaß damit. Ne? Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und guckt unbedingt meine Videobeschreibung. Dort ist mein Instagram-Link. Dort bin ich im Moment gerade sehr aktiv. Auch ein paar private Sachen über mich. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut da unbedingt mal rein. Bis denn!